Hallo GameCube-Fans, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier zu meiner GameCube-Sammlung auf meinem YouTube-Kanal und auch auf der Website Gameplay Gamers. Es geht weiter mit den Spielen 11 bis 15 meiner Sammlung und den Beginn macht erneut ein Lizenzspiel zu einer Filmreihe, die demnächst neuen Aufwind bekommen wird, und zwar Enter the Matrix. Ein Spiel, was auch heute noch sehr kontrovers diskutiert wird, das weiß ich, aber mir hat dieses Spiel damals gefallen. Ich war damals auch der unglaubliche Matrix-Fan und das war daneben Skies of Arcadia im Sommer 2003 das Spiel, was ich unglaublich viel gespielt habe. Es ist halt quasi eine Nebenhandlung zu den Filmen, aber was cool war, es gab exklusive Filmszenen für das Spiel, es gab Überschneidungen mit den Filmen, es gab Überschneidungen mit der Animatrix und das war damals der Inbegriff von Worldbuilding, bevor es den Begriff Worldbuilding überhaupt, sag ich mal, weitläufig gab, und das hat Enter the Matrix richtig gut gemacht, das Spiel selbst. Ja, es ist schon cool, die Zeit dann zu manipulieren, langsamer zu werden, um die Gegner besser ausschalten zu können. Es hat sich so ein bisschen, ja, clunky oder schwammig gespielt, aber trotzdem, es hat mir echt Freude gemacht und als Fan von The Matrix muss ich dieses Spiel damals haben und habe den Kauf eigentlich auch bis heute nicht bereut. Und ich glaube, es ist eines der wenigen GameCube-Spiele, die dann auch auf zwei Disc erschienen sind, weil es einfach zu groß, vor allem aufgrund der Videosequenzen, nehme ich mal an, für eine Disc war. Muss man auch mal anerkennen. Dann habe ich in diesem Sommer ein Spiel nachgeholt, was schon, ich glaube, es erschien schon im Jahr 2002, ich bin mir da gerade nicht sicher, ja, es erschien schon 2002 laut Packungstext, und zwar Eternal Darkness Sanity's Requiem. Ist quasi Nintendos Antwort von Silicon Knights auf Resident Evil gewesen. Ein wirklich, wirklich beeindruckendes Action-Adventure oder Horror, Survival-Horror-Spiel, wenn man so will. Geht aber schon mehr in die Action-Adventure-Richtung, muss man an der Stelle sagen. Es hat einfach richtig schöne und grandiose Ideen gehabt. Es gab so eine Art Psychometer, und wenn die Psyche zu sehr unter den Angriffen der Gegner gelitten hat, dann hat man angefangen zu halluzinieren, und es gab tatsächlich eine Meldung, dass die Memory Card defragmentiert wird. Ich meine, was ja noch mehr Panik bei dem Spieler verursacht. Also es ist eine richtig schöne Sache gewesen. Also sollte man sich unbedingt mal angucken. Sehr schade, dass es da bis heute zu keinem zweiten Teil gekommen ist. Nintendo, mach da mal bitte was mit. Kommen wir zu einem weiteren Rollenspiel auf meiner Liste. Und das ist interessant, hier sind noch die Preisschilder drauf. Also ich habe mir dieses Spiel damals, glaube ich, beim Real oder so in St. Augustin gekauft. Und da waren dann eben ein paar Spiele im Angebot. Und Lost Kingdom 2 für 15 Euro, habe ich gesagt, das kann man sich mal angucken. Sah auf jeden Fall interessant aus. Ist halt ein Spiel von From Software, also die Leute, die damals oder heute vor allem wegen ihren Souls-Spielen bekannt sind und die sich jeder momentan auf Elden Ring freut, ich auch. Und Demon's Souls auch finde, dass es eines der besten Spiele überhaupt ist. Und Lost Kingdom 2 war damals tatsächlich mein erstes From-Software-Spiel, was ich erst viele Jahre später nochmal so realisiert habe. Ist halt, sag ich mal, ein Spiel, wo man eben mit Karten kämpft, Monster beschwört, Angriffe ausführt damit. Eigentlich ziemlich cool, habe ich sehr viel und auch sehr gerne gespielt. Sehr schade, dass diese Reihe dann untergegangen ist. Hier würde ich mich tatsächlich mal über einen dritten Teil freuen. Hab's damals tatsächlich auch nicht durchgespielt. Den ersten Teil habe ich auch gar nicht gespielt, obwohl ich den besitze und wir später auch nochmal zu dem kommen werden. Aber trotzdem, Lost Kingdom 2 war ein sehr schönes Spiel. Habe ich dann in dem Oktober, wo es rausgekommen ist, oder wo ich es dann zumindest gespielt habe, rausgekommen müsste es ja eigentlich Anfang 2003, wenn es dann schon reduziert worden ist. Aber auf jeden Fall, nachdem es ja auf dem Nintendo 64 eine Art Rollenspielflaute gab, gab es auf dem GameCube dann wieder schon ein bisschen mehr. Und das sehen wir dann auch direkt schon im Spiel danach, was ich jetzt vorstelle. Phantasy Star Online Episode 1 and 2. Ich bin gerade darum überlegen, es kam 2003 erst auf den Markt. Ich habe es mir dann damals geholt, und das weiß ich noch ganz genau.
Ich hatte damals ein Vorstellungsgespräch für ein Schülerpraktikum bei Saturn und dann habe ich dieses Spiel im Regal von Saturn gesehen und hat mir gesagt, wenn ich dieses Schülerpraktikum bekomme, ja, wenn das Vorstellungsgespräch super läuft, dann werde ich mir dieses Spiel danach kaufen, ja. Und es hatte allerdings schon so ein Junge mit seiner Mutter, die hatten das Spiel dann schon in der Hand, ne, oder wo ich es in der Hand hatte, dann meinte der Junge, ich hätte das, aber das hat der Junge da gerade in der Hand, also er meinte mich damit, dann habe ich es weggelegt und die haben es natürlich gekauft und es war nicht nochmal da. Aber so kam es dann tatsächlich, dass dieses Spiel meine erste Bestellung bei Amazon im Jahr 2003 geworden ist. Ja, es ist eben ein Online-Rollenspiel gewesen, muss man sagen. Ich glaube, es gibt mittlerweile keine Möglichkeit mehr, dieses Spiel auf dem GameCube offiziell noch online zu spielen. Sei es drum, trotzdem ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Habe ich damals gerne gespielt, auch immer mit einem Freund gespielt, der sich auch gekauft hat, weil man konnte es ja auch offline spielen und dann seinen Charakter auf der Memory Card zu einem Kumpel mitnehmen. Das haben wir dann natürlich auch sehr gerne gemacht. Und ja, ist eine schöne Zeit, an die ich mich echt gerne erinnere und mag. Wenn du zuschaust, sollten wir vielleicht nochmal machen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel in dieser Reihe, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Wie gesagt, im letzten Teil dieser Videoreihe habe ich euch ja schon die zwei Türme vorgestellt und jetzt kommen wir Ende 2003, wo das Spiel dann auch direkt auf allen Plattformen gleichzeitig oder ziemlich gleichzeitig erschienen ist. Auf die GameCube-Version mussten wir ja damals 2 Monate oder 3 Monate warten, während das Spiel ja schon für die PS2 und die Xbox erschienen ist. Und dann ging es diesmal auf dem GameCube direkt los. Beschäftigt sich dann eben mit Schlachten vom zweiten und vor allem vom dritten Teil. Und man konnte dann, wie gehabt, halt Aragorn, Legolas, Gimli spielen, aber auch Gandalf, Frodo und Sam waren dabei. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch irgendwie einen Charakter jetzt an der Stelle gab, ob man Eowyn spielen konnte. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall war das eine richtig coole Sache. Und es gab insgesamt 15 Level, also. Es war also nochmal deutlich größer als der zweite Teil und mit dem Spiel konnte man sich ebenfalls sehr viel beschäftigen. Und wie gesagt, Electronic Arts hat mal sehr gute Lizenzspiele gemacht um diese Zeit. Also da konnte man wirklich nicht meckern und ich finde es sehr schade, auch beim dritten Teil, vielleicht noch mehr als beim zweiten Teil, dass es bis heute kein Remake dazu gibt und wir vermutlich auch nie ein Remake bekommen werden. Aber vielleicht könnte man ja noch mal so was Ähnliches auf die Beine stellen, das Ganze dann halt dann auch mit HD-Filmsequenzen kombinieren. Wird dann halt nur ein bisschen schwierig mit den Synchronsprechern, weil der Synchronsprecher von Gandalf und von Saruman zum Beispiel, die leben ja zum Beispiel heute gar nicht mehr. Also das ist, also die deutschen Synchronsprecher, also gut, Christopher Lee lebt auch nicht mehr, aber Ian McKellen lebt noch, der könnte vielleicht in der englischen Fassung was aufnehmen, wenn er will. Aber trotzdem. Ein sehr schönes Spiel sollte man unbedingt gespielt haben. Ja, das war es an dieser Stelle dann auch schon vom dritten Teil dieser Videoreihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Matrix bis Herr der Ringe habt, dürft ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Würde mich freuen, mit euch über dieses Spiel zu diskutieren. Vielleicht habt ihr die ja auch mal gespielt. Und falls nicht und ihr irgendwas in Erfahrung bringen wollt, fragt mich einfach. Und lasst mir auch ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls nicht, schreibt es mir wie immer in die Kommentare, damit ich mich an den entsprechenden Stellen verbessern kann. Und ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dann bekommt ihr auch mit, wann ich das nächste Mal hier GameCube-Spiele aus meiner Sammlung vorstelle. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis denne. Tschüss!